Heute wollte ich mit meiner Zusammenfassung in das Einführungskapitel des Buches Entwicklungstrauma heilen weitermachen. Und in dem Buch geht es ja um NARM und die zentralen Prinzipien von NARM sind Kontakt und somatische Achtsamkeit sowie ein Fokus auf persönliche Stärken, wodurch die Selbstregulation verbessert und eine Befreiung von der einschränkenden Identität gefördert werden soll. Diese einschränkende Identität ist ja durch die Überlebensstrategien, die ich im ersten Video beschrieben habe, zustande gekommen. Selbstregulierung oder Selbstregulation sind im Zusammenhang mit Trauma sehr wichtige Begriffe. Durch Schock- und Entwicklungstrauma wird unsere Fähigkeit, uns selbst zu regulieren, stark eingeschränkt. Das heißt, dass wir dann auch unsere Emotionen nicht mehr so gut regulieren können, aber auch die Regulierung von autonomen Funktionen ist stark eingeschränkt. Autonome Funktionen sind ja zum Beispiel Atmung, Puls, Blutdruck, Verdauung und Schlaf. Also Dinge, die quasi automatisch und unwillkürlich ablaufen. Das sind lebensnotwendige Grundfunktionen des Körpers, auf die wir uns nicht bewusst konzentrieren müssen. Wir müssen ja zum Beispiel nicht daran denken, zu atmen. Das passiert einfach automatisch. Das Ganze läuft weitgehend unbewusst ab. Wir nehmen unseren Herzschlag zum Beispiel auch nicht wahr, normalerweise, sondern nur, wenn wir Angst haben oder bewusst darauf achten. Und verändern können wir diese Sachen auch nicht ganz so leicht. Aber es geht schon. Wenn wir reguliert sind, dann schlafen wir zum Beispiel, wenn wir müde sind und wir sind dazu in der Lage, mit Stress gut umzugehen. Emotionsregulation oder Affektregulation bedeutet, dass wir mit unseren Gefühlen umgehen können, dass wir uns zum Beispiel nicht überwältigt fühlen von unseren Gefühlen, aber auch, dass wir sie überhaupt wahrnehmen und auch durch sie durchgehen können, bis sie sich auflösen. Angst- oder Panikattacken, Schlaf- und Essstörungen, Zwänge, Depressionen oder Suchtverhalten sind übrigens typische Symptome einer Dysregulation. Am Anfang unseres Lebens können wir uns nicht selbst regulieren. Wir kommen zur Welt und müssen das dann im Lauf der Zeit lernen. In der Regel muss die Mutter oder eben eine andere nahe Bezugsperson uns regulieren und dadurch bringt sie uns das bei. Also die Regulationsfähigkeit ist also erlernt und überall, wo es ums Lernen geht, kann natürlich auch etwas schiefgehen. Eine Mutter reguliert also das Nervensystem des Babys, indem sie es beruhigt oder auch der Vater. Wenn die Mutter aber dazu nicht in der Lage ist, weil sie zum Beispiel selber Angst hat oder wütend ist oder verzweifelt oder dissoziiert, dann kann sie das Baby nicht beruhigen, weil sie auch gar nicht richtig in Kontakt mit ihm kommen kann. Und dann kann das Baby auch nicht lernen, sich zu regulieren. Das hat dann mitunter massive Folgen für das ganze restliche Leben. Später als Erwachsene greifen wir dann oft zu ungesunden Coping-Strategien, um uns zu regulieren. Rauchen ist zum Beispiel sowas. Es wirkt emotional regulierend, weil Nikotin kurzweilig Angst und depressive Verstimmungen abmildern kann. Aber es hat natürlich gleichzeitig massive gesundheitliche Folgen. Solange wir also keine Alternative haben, mit der wir uns auf eine gesündere Weise selbst regulieren können, können wir mit dem Rauchen nur ganz, ganz schwer aufhören, weil das ist ja, es erfüllt einen Zweck, es reguliert uns. Bei NARM geht es darum, gesunde Selbstregulation zu fördern. Und das geschieht, indem man in Kontakt mit den eigenen Anteilen geht, die gut funktionieren. Wenn wir uns nämlich immer nur auf Dinge fokussieren, die schlecht gelaufen sind, dann trägt das natürlich nicht dazu bei, dass wir uns besser regulieren können. Ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen, wenn ihr euch ständig Horrorgeschichten erzählt und die auch glaubt, dann werdet ihr sicher nicht entspannt sein, sondern euch wahrscheinlich fürchten. Dazu gibt es auch eine sehr schöne und einfache Übung, die ich euch kurz vorstellen will. Versucht euch an eine Situation zu erinnern, in der ihr euch besonders wohl und lebendig gefühlt habt. Das sollte natürlich auch etwas sein, was gut ausgegangen ist, also nichts, was zwar schön war, aber ein böses Ende nahm. Das kann alles Mögliche sein, vielleicht eine Situation, in der ihr mit einem geliebten Menschen zusammen wart oder mit einer Gruppe oder ein Moment, in dem ihr euch selbst mit euch selbst besonders wohl gefühlt habt, vielleicht ein tolles Erlebnis in der Natur, beim Sport oder auf einer Reise, eine besondere Begegnung oder was auch immer. Etwas, woran ihr euch einfach gerne erinnert, weil das damals so schön war. In Goethes Faust heißt es ja, werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. So einen Augenblick meine ich. Und dann spürt da richtig rein. Versucht euch an möglichst viele Details zu erinnern. An Geräusche, an das Licht, an Farben, an Düfte, an die Temperatur und so weiter. Und dann nehmt wahr, was das mit euch macht.
wie ihr euch dabei fühlt, wie ihr das in eurem Körper spürt und wahrnehmt. Am Anfang fällt euch das vielleicht noch etwas schwerer, weil ihr nicht so gut in Kontakt mit eurem Körper seid, aber das ist auch eine Übungssache. Also macht euch keine Sorgen, wenn es nicht gleich klappt. Nehmt euch da ganz viel Zeit. Nehmt wahr, was in euch aufsteigt. Das ist oft ein Gefühl der Expansion, also ein Gefühl der Öffnung und der Weitung. Es kann aber auch sein, dass dieses Gefühl erstmal verstellt ist, dass ihr euch vielleicht zunächst denkt, was soll der Quatsch oder was soll das jetzt bringen? Oder dass ihr vielleicht sogar Angst kriegt. Angst davor, dass es nicht klappt, aber auch so unerklärlich, aus unerklärlichen Gründen Angst. Es kann auch gleichzeitig eine Traurigkeit in euch aufsteigen. Lasst es alles zu und nehmt es einfach wahr, gebt aber vor allem diesem angenehmen Gefühl genug Raum, also diese Expansion. Es gibt übrigens auch eine ganz tolle Übung von Tama Jentjens, die emotionale Passing-Routine. Ich packe euch den Kurzlink dazu in die Videobeschreibung. Da geht es darum, die Empfindungen im Körper wahrzunehmen und alles da sein zu lassen, aber einer angenehmen Empfindung doch mehr Raum zu geben und dann auch noch eine unangenehme Empfindung dazuzunehmen. Und dann verändert das sich auch oft. Also das löst sich von selbst dann oft auf. Probiert es einfach mal aus. In der Literatur gibt es übrigens auch wunderschöne Beschreibungen dieser Art des Erinnerns. Also es gibt viele Beschreibungen davon, zum Beispiel auch in Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Da erinnert der Protagonist sich, als er mal Madeleines und Tee riecht, an seine Kindheit in Cambrai. Und plötzlich sind da ganz lebendige Erinnerungen an diese Zeit und an seine Tanten und an all die schönen Dinge. Danach ist übrigens sogar ein Effekt in der Psychologie benannt, der Proust-Effekt oder der Madeleine-Effekt. Das Ganze läuft über das limbische System, das ja sehr stark mit Emotionen, also für die Emotionen eine Rolle spielt. Aber es gibt noch ein sehr schönes, weniger bekanntes Beispiel aus der Literatur, aus dem kasachischen Wörterbuch von Milorad Pavic. Das geht so. Zuweilen blühen noch einmal längst vergangene Frühlinge in uns auf, voller Duft und Wärme. Und wir tragen sie durch die Kälte der Gegenwart und schützen sie mit unserer Brust. Dann aber, eines Tages, wenn wir auf der anderen Seite des Fensters sind, auf welcher der Frost nicht nur ein Bild ist, beginnen diese längst vergangenen Frühlinge uns zu schützen. Für einen solcher Frühlinge ist mir schon der 9. Winter, und noch immer wärmt er mich. Stell dir jetzt mitten in diesem Winter zwei solcher Frühlinge vor, wie sie sich berühren, gleich zwei Wiesen mit ihren Düften. Das ist es, was wir brauchen. Ich finde, das ist ein wunderschönes Bild für diesen Vorgang. Als Kinder müssen wir ja auch emotional genährt werden, aber ganz oft werden wir stattdessen mit Ängsten gefüttert. Deswegen sollten wir uns als Erwachsene dann mit schönen Dingen nähren. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und euch hat auch der kleine Exkurs in die Literatur gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Falls ihr selbst etwas zu Selbstregulation sagen wollt, also irgendwelche Erfahrungen damit habt oder Tipps, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn ihr euch für das Thema persönliche Entwicklung interessiert, abonniert gerne den Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal.